Wolfsburg. Immer ungemütlich, immer schwer dort zu spielen, aber bitte etwas mehr Optimismus. Und das Tor, das muss man erstmal so machen, aber das sieht man ganz genau, dass es einstudiert ist schon. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Herzen von Europa vor unserem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, präsentiert wie gewohnt von Indeed. Die englische Woche, sie lief leider nicht wie geplant. Pleite gegen Napoli zu Hause in der Champions League und dann auswärts verloren bei Leipzig. Zuletzt gab es im Oktober 2022 zwei Pflichtspielniederlagen in Folge. Und ausgerechnet jetzt geht's noch nach Wolfsburg, werden viele von euch denken. Aber ich habe positive Nachrichten, die Bilanz in Niedersachsen, die ist gar nicht so schlecht. Wolfsburg. Immer dieses Wolfsburg. Immer dann, wenn es gerade ungemütlich wird in der Bundesliga, geht's nach Wolfsburg. Eintracht in Wolfsburg. Nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte, oder? Okay, letzte Saison haben wir dort einen Punkt geholt, obwohl der VfL mit 4 Siegen in Serie in die Bundesliga gestartet und Tabellenführer war. Sam Lammers mit einem seiner beiden Tore für die Eintracht und dann Weghorst. Mal wieder Wout Weghorst. Aber davor, geführt bis zur 76. durch Bas Dost und dann Doppelpack Weghorst, Wout Weghorst, 1:2 verloren. Typisch für Wolfsburg. Nix geholt dort. Nie. Never. Oder? Halt doch. Mai 2020. Daichi Kamada im Geisterspiel kurz vor Schluss zum 2:1 und nochmal 2 Jahre zurück 3:1 in der Rückrunde vor dem Pokalsieg unter Niko Kovac, jetzt Trainer des VfL. Dazwischen unentschieden. War nicht so sexy, weil wir bis zur 90. führten und hätten gewinnen müssen, aber 2 Siege, 2 Unentschieden in den letzten 5 Spielen, das ist doch gar nicht so schlecht. Warum also fühlt sich Wolfsburg immer so schlecht an? Liegt wohl an der Heimbilanz. 6 der letzten 7 hat Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park gegen den VfL verloren. Das Hinspiel mit 0:1. Das ist ja noch übler. Also, wie schön, dass wir in Wolfsburg spielen. Sogar am Sonntagabend die 374 Kilometer in die Blüte Niedersachsens fahren dürfen. Zum VfL Wolfsburg, wo ja auch dieser Weghorst gar nicht mehr da spielt. Also, Wolfsburg. Immer ungemütlich, immer schwer dort zu spielen. Aber bitte, etwas mehr Optimismus. Na, wenn das mal kein Mutmacher für Sonntag ist. Wir wollen auf das Spiel schauen gegen den VfL Wolfsburg. Machen wir nicht alleine, sondern mit unserem Experten, mit Erwin Skiller. Grüß dich, Erwin. Hallo, Lars. Erwin, wir gehen direkt an den Fernseher, weil wir wollen die erste Stärke des VfL Wolfsburg besprechen. Standardsituationen. Da haben sie die zweitmeisten Tore geschossen. Hier eine Szene gegen Hertha. Im Auswärtsspiel stand 0:0, frühes Tor für Hertha. Wir schauen sie jetzt nochmal langsam an und du sezierst es für uns. Wenn jetzt die Bilder nochmal kommen, dann sehen wir schon ganz genau. Erste, es ist einstudiert, ist ganz klar, dass der Spieler jetzt hier Wimmer hier den Arm hebt und dann wissen schon die Leute in der Mitte, das ist einfach der, der den Ball schlägt ist und nicht Arnold. Die haben 2 gute Schützen, Arnold mit links zum Tor hin, aber Wimmer auch zum Tor weg. Arnold, jetzt exzellenter Schütze, ne? Egal von wo eigentlich. Elfmeterschütze und auch Freistoßschütze, das ist auch exzellenter Linksfuß, die Bälle flattern immer, das ist sehr, sehr schwer für Torhütern. So, und jetzt kommt das dann in der Mitte, wenn wir uns weiterlaufen lassen, einfach jetzt, dann kommt der Spieler, der hier war, kommt dann einfach in der Rückraum und dann ganz entscheidender Moment kommt, dass der hier einen super Block macht und dann der Ball kommt genau dahin, wo die auch einstudiert haben, in den Elfmeterpunkt. Und natürlich dann ist der Spieler, dass der sehr, sehr gut trifft, da mit Innenseite und ja, das Tor. Das muss man erstmal so machen, aber das sieht man ganz genau, dass es einstudiert ist, schon an der ersten Moment, Hand hoch, ich schlage den Ball in. Ich werde dann im Rückraum spielen und der Spieler, der ganz weit ist, der zweite Pfosten, kommt sofort in der Rückraum und der andere macht den Block. Das ist alles einstudiert. Das ist so Handschrift Niko Kovac, der immer auch eine hohe Priorität Richtung Standards gelegt hat. Absolut. Das ist einfach eine Mannschaft, die, ich glaube auch die meisten Standards, zweitbesten. Ja. Und dann es ist meine Mannschaft, wir wissen schon, wie Niko Kovac ist. Er ist eine Mannschaft, die sehr laufstark ist, die Standards sehr, sehr wichtig für ihn sind, dass den auch einfach den Kompaktheit ist da erstellt und dann
Wenn du zwei Schützen hast, wie Arnold und Wimmer, dann musst du, das ist eine Waffe für eine Mannschaft. Die meisten intensiven Läufe und die meisten Sprints hat der VfL Wolfsburg tatsächlich gezogen. Trotzdem hast du auch rausgearbeitet, haben sie auch eine Schwäche. Und zwar, wenn sie hinterherlaufen müssen. Wir haben uns eine Szene ausgesucht, beim Gastspiel Werder Bremen, sie liegen 1-0 zurück. Genau, wenn man jetzt beobachtet, das ist eine Mannschaft, Wolfsburg ist es immer eine Mannschaft. In Orange auch, diesmal? Genau, ja, das ist auch, wenn man hier sieht, hier die ganze vier hinten, das ist schon keine gute Ordnung. Einfach, weil man sieht, die stehen in Rückstand 1-0 und das ist oft bei den Wolfsburger so, auch gegen Bayern München, wo die vier Stück bekommen haben. Das ist in der Mannschaft, wenn die in Rückstand gerät, dann verlieren die komplett die Ordnung. Es ist nicht so eine Mannschaft wie Union Berlin, wenn man vergleicht, die ist immer so, ob 1-0 steht für Gegner oder 2-0, die bleiben immer in Ordnung, die machen. Und die Wolfsburger, dann sieht man ganz genau hier, auch in anderen Spielen wie Bayern, dass es Ordnung da hinten fehlt. Und jetzt, wenn man weitergeht, so jetzt, wenn man Stopp guckt, dass genau der Spieler, der vor ihm falsch hier stand, dann kann er nicht mehr hier in den Raum decken. Und dann ist hier 2-3 Unterzahl eigentlich. Das ist alles, ne? Unterzahl hinten und so kann man nicht passieren. Es ist immer noch die 65. oder 76. Minute, kann immer noch ein 1-1 machen. Und deswegen, das ist unsere Stärke. Wenn wir uns in 1-0 führen, dann haben wir mit unseren schnellen Leuten, und das sieht man schon alles hinten, die ganze Fünferkette hier nochmal, das ist überhaupt gar keine Ordnung da. Die gucken nur zu, dann sind nur zwei Bremner, weil den nehme ich gar nicht als in Anspiel. 2-5 und es keiner geht da drauf, keiner ist aggressiv mehr, weil es genau das ist, wenn die in Rückstand geraten, verlieren die komplett die Ordnung. Und das ist unsere Stärke, wenn wir uns 1-0 führen. Niklas Füllkrug macht am Ende das Tor. Also es heißt Matchplan, wenn man so will. Also A, wir müssen natürlich schnelles Tor machen. Ein schnelles Tor ist immer super gut, ja. Dass sie ein bisschen aus der Ordnung geraten. Aber auch Standards versuchen A zu vermeiden, rund um den 16er herum, Eckbälle, Freistöße, weil da haben sie eine große Stärke. Ja, das sind die zwei Punkte. So soll der Matchplan sein, dass sie uns erstmal kein Tor kriegen, kein frühes Tor kriegen, weil die Wolfsburger kommen auch im Laufen. Dann hat man gesehen gegen Freiburg, wenn die 5-0 gewinnen. Zweites ist, frühes Tor machen und natürlich aufpassende Standards. So viel zum Matchplan gegen den VfL Wolfsburg. Erwin, bevor wir jetzt zu unserem Newsblock kommen, schauen wir erstmal ganz kurz auf deine U19. Ihr habt ja am vergangenen Wochenende einen ganz, ganz wichtigen Sieg gelandet. Last-Minute-Sieg 2-1. Wie groß waren deine Steine, die vom Herzen gefallen sind? Ja, sehr groß, weil dadurch, dass wir uns auch gleich in der ersten Minute in Rückstand geraten, 1-0 für Gegner. Aber wir hatten dann nach 10 Minuten das Spiel sehr gut unter Kontrolle gehabt. Wir haben auch in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt. Wir hätten da viel früher 1-1 machen müssen. Und in der Halbzeitpause haben wir die Jungs immer wieder daran erinnert, dass wir uns weiter ruhig Fußball spielen, mutig Fußball spielen nach vorne. Und wir wollen auch die Jungs entwickeln. Das ist natürlich, wollen wir auch gewinnen. Das ist klar im Fußball. Aber an erster Stelle wollen wir die Jungs entwickeln. Und dann haben wir 1-1 gemacht, auch nach einer Standardsituation. Und am Ende, klar, dass es am letzten Minute dann das Tor fällt. Das ist glücklich von dem, von der Minute her, aber am Ende verdient gewonnen. Gegen wen es am kommenden Wochenende geht, das seht ihr jetzt in unserem Newsblock. Nach dem Last-Minute-2-1-Sieg bei Astoria Waldorf bleibt die U19 über dem Strich auf Platz 11, aber weiter im Abstiegskampf. Am Samstag um 13 Uhr kommt mit dem VfB Stuttgart der Bundesliga-6. Ins Riederwaldstadion. Die Partie gibt's live bei Eintracht TV Plus zu sehen. Pech für die Hockeyherren von Eintracht Frankfurt. Durch ein 5-8 gegen den TEC Darmstadt verpassen die Adlerträger den Aufstieg in die Regionalliga. Dennoch hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Schließlich sahen 300 Zuschauer in der ausverkauften Wolfgang-Stäubing-Halle ein Hockeyfest und den Abschluss einer überragenden Hallensaison der Eintracht mit 104 Toren in 10 Spielen. Ich bin mega stolz auf die Jungs, die haben ein gutes Spiel heute gemacht. Auch vielen Dank so an alle Fans, die mit dabei waren. Also ich glaube, heute konnten wir gut Werbung machen und dementsprechend bin ich noch nicht ganz so enttäuscht. Demnächst beginnt die Feldsaison für die Adlerträger. Da geht's dann um den Klassenerhalt. Topspiel für die U21 in der Hessenliga. Am Samstag um 14 Uhr geht's zum Tabellenzweiten FC Gießen. Der hat 6 Punkte Rückstand auf die Eintracht, aber auch ein Spiel weniger. Für das Team von Christian Glibo ist es nach dem 1-0-Sieg gegen Eddersheim eine gute Chance, einen Konkurrenten auf Distanz zu halten. Topspiel für die U21. Nicht weniger wichtig ist das Duell unserer Frauen. Da ist eher ein Verfolgerduell, nämlich der dritte gegen den fünften. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg.
Wir waren unter der Woche beim Training mit dabei und haben den Fokus auf eine Angreiferin gelegt, auf die es am Wochenende ankommen wird. Focus on Geraldine Reuteler. Das ganze Focus On mit Geraldine Reuteler findet ihr auf Eintracht TV. Der nächste Spieltag, Freitagabend, Verfolgerduell Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Anstoß am Brentanobad ist um 19.45 Uhr. Er war einer der bekanntesten Eintracht-Fans, die es je gab. Helmut Sonny Sonneberg. 75 Jahre ein glühender Eintracht-Fan, Holocaust-Überlebender und Repräsentant des Vereins. Mitte Februar ist er im Alter von 91 Jahren verstorben. Diese Woche wurde er beerdigt. Ein Nachruf, der unter die Haut geht. Das ist meine heiße Liebe, Eintracht Frankfurt. Eine Ehre. Ach was, kennenzulernen. Ein Eintracht-Fan aus dem Bilderbuch. Beliebt, leidenschaftlich und mit einer Botschaft. Helmut Sonneberg, Zeitzeuge der Erinnerungskultur, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Machen Sie bitte weiter, unser jungen Leutebau. Ich werde immer wieder ermuntern. Und es gibt mir auch ein bisschen Antrieb, solange ich das noch kann. Sonnys Geschichte ist eine Eintracht-Geschichte geworden. Seid wachsam, hat Sonny immer gesagt, auf das Schreckensherrschaft, Fremdenhass und Ausgrenzung nie mehr eine Chance haben. Im Eintracht-Museum hat Sonny sein Schweigen gebrochen, erst im hohen Alter von seiner Kindheit erzählt. Verfolgt, versteckt, verschleppt. Nie wieder. Ich hatte ja keinen Freund. Ich konnte nicht auf die Straße. Ein bisschen getreten, geschlagen, bespuckt worden. Sonny ist auch deshalb Eintracht-Fan geworden, weil der Verein ihm das geben konnte, was ihm seine Kindheit verwehrte. Zusammenhalt, Vertrauen. Und Freundschaft. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Und deshalb bin ich der Eintracht so dankbar. Ich habe in all den Jahren nie ein Wort der Diskriminierung oder. Er hat mich nie eine gefragt. Und deshalb ist auch meine Liebe, meine Zuneigung zu dem Verein so groß. Ich bezeichne das immer wieder. Ja, Eintracht ist meine große Familie. Du warst immer Eintrachtler, bist, aber jetzt kommst du sowieso nicht mehr raus. Das ist die lebenslange Mitgliedschaft, die Ehrenmitgliedschaft für dich. Hier ist alles drin, dein Schal. Vor allem sein moralisches Vermächtnis wird uns allen bleiben. Bei mir ist das ja eine Herzensangelegenheit, Eintracht Frankfurt. Da bleibe ich dabei. Und da schlägt mein Herz bis zum letzten Atemzug. Sonny. Die Eintracht wird dich nie vergessen. Seid wachsam. Ich danke euch. Ein Herzstück der Eintracht-Familie ist von uns gegangen. Sonny, wir werden dich nie vergessen. Wer mehr über die Geschichte von Sonny Sonneberg erfahren möchte, der schaut gerne mal auf Eintracht TV rein. Da gibt es einen längeren Clip. Und auch kurz vor seinem Tod haben wir noch einen Podcast mit Sonny aufgenommen. Absolut hörenswert. Das war's hier von dem Herzen von Europa vor unserem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, präsentiert von Indeed. Wir drücken unseren Teams am Wochenende die Daumen, viele Punkte einfahren. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed, stolzer Hauptsponsor der Eintracht.